Wir werden uns einen kleinen Anschlag für den Fräsmaschinenschraubstock bauen. Das Teil besteht aus einem Innenteil, was innerhalb von den zwei Brocken ist, und einem Außenteil. Das Ganze wird mit einer Inbusschraube zusammengeschraubt. Da kommt ein Schrauben durch als Anschlag. Und da sind zwei Spannhülsen, die gehen da durch, damit es ein bisschen eine Führung hat. Das Ganze werden wir aus einem 20er Alu Quadrat ausreißen. Der Außenteil, da ist der Bocken herinnen. Loch für Schraube und Spannhülse. Und der Innenteil, den haben wir gleich so gemacht, dass wir einen 20er Quadrat nehmen können. Ne? Da ist die Luke, wo die Stellschrauben durchkommt. Und da ist ein 5er Quint drinnen und die zwei Löcher für die Spannhülsen. Ja, und jetzt probieren wir das einfach einmal. Ne? So, wir haben uns jetzt unser Teil eingespannt. Da hinten das Ding nur als Gegenstütze, damit der Schraubstock nicht schief steht. Also die Bocken. Wir werden jetzt als erstes einmal die zwei Seiten planen. Ja, das machen wir jetzt einmal. Ne? So, wir haben jetzt einmal zwei Seiten plan gefräst. Jetzt werden wir das ein bisschen ankrabbeln. Und bei ein paar Kaffee und Zigarettchen überlegen, wie wir da jetzt am schlauen weiter dann Löcher anreißen, bohren, fräsen, durchsagen, fertig machen. So stellen wir es uns halt vor. Wir haben uns jetzt die ganzen Bohren angerissen. Und als erstes werden wir uns da das Loch machen für das 5er Quint. Dazu werden wir uns da und da antasten und reinfahren und bohren. Machen wir das einmal. Fünf mm für den Radius vom Kantentaster. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann fahren wir da 5 mm wieder für den Radius. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und theoretisch sind wir jetzt wieder geblieben. Schauen wir mal, ob das auch stimmt. Aber sowas von. So, dann machen wir jetzt ein Drehbohrer. Und für ein 5 brauchen wir 4,2 Kern. Und das Ganze schmieren wir mit Spiritus. Dann machen wir uns eine schöne Senkung. Der Gwent vorher fröhlich anbeißt. Gut, das war heftig. So, drin machen wir mal Stiegel, den Rest machen wir mit der Hand. Jetzt brauchen wir ein paar Tontologen. 5,5 mm rein, 3 und 7 und nochmal 7. Weil das richtig eingespannt habe. Und da tasten wir uns da mal an. So, jetzt brauchen wir da die Nullkanten. Dann fahren wir da rein. Wir sind durch. Jetzt werden wir die Lücke da auf 5,5 aufbohren und 13 tief, weil da schneiden wir es dann nicht auseinander. Und die zwei auf 3,5.
Sonst klingt, schneiden wir sie auch gleich ein wenig an. Warten wir das einmal. Sehr schön. So, dann können wir das nochmal rausnehmen. Jetzt reißen wir sie, das fräsen wir. Wenn wir uns jetzt unser Stiegelchen angefressen, wird da einer fräsen. Und da einer. Und dann schneiden wir es durch. Und dann fräsen wir sie das aus. Und als erstes werden wir mal antasten, damit wir wissen, wo man unser Nullpunkt ist. So, dann sparen wir uns das Teil einmal ein. Ja, sitzt. Tja, dann tasten wir uns den mal an, damit wir wissen, wo wir da warm sind. So, und dann werden wir uns statt den Taster eine Fräse reinmachen. Als nächstes tasten wir uns die Hecken an, stellen zu und fräsen das da weg. So, wenn wir sie nicht verrechnen, dann können wir 7,3 mm zustellen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da treffen. Das schaut ganz gut aus. Dann stellen wir mal 2 mm zu und schauen, was passiert. Jetzt gehen wir das alles wegfräsen, bis wir da auf wie viel sind? 10. Noch 1,6 mm. Na ja, packen wir es. Die 500stel, die schenken wir sie. Gut, dann werden wir es durchsägen. Ne? So, die zwei auseinandergesägten Stückchen. Werden wir jetzt noch auf Höhe fräsen. Und dann da 2 mm, 1 mm tiefen Absatz rein. Dann haben wir die Spannhülsen rein und da war das Teil eigentlich fertig. Theoretisch. So, dann tasten wir es einmal an. Ne? Naja, dann werden wir uns antasten, das runterfräsen und die Stufen rein und das war's dann. Ne? Okay, wir haben 14, wollen 12, geben wir ihm noch 2 mm. Und die letzte Runde.
So, dann noch ein paar, wenn wir das, ne? Gut. Den kann man auch verstehen. Wunderbar. Den schmeißen wir nicht weg.